Was geht? Corey hier. Willkommen bei Einfach Bibellesen. Ich habe mir gedacht, ich fange eine neue Serie an, indem ich ganz simpel die Bibel durchgehe und euch zeige, wie man die Bibel studiert, euch helfen einfach, die Bibel zu studieren und ja, einfach zusammen diesen Weg zu machen. Ich würde natürlich anfangen mit den vier Evangelien und dann mal sehen, wie lange das noch geht. Aber es ist super wichtig, dass wir verstehen, wie wir die Bibel lesen und was wir da rausnehmen. Und deshalb, ich sehe immer so häufig so junge Christen oder Leute, die unbedingt die Bibel lesen wollen, aber die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Sie wissen nicht, wie sie die Bibel lesen, weil sie lesen sie dann einfach wie so ein Buch oder sowas. So wie jedes andere Buch. Aber da ist ja meistens mehr dazu. Und deshalb möchte ich so einfach wie möglich einfach nur die Bibel durchgehen, erklären, was ich weiß, erklären, was, wo man noch mehr Informationen rausholen kann und das mit euch machen. Ich werde die ersten Episoden nicht live machen, aber habe vor, wenn ich das hier alles gut hinbekomme mit dem Setting und sowas, das live zu machen. Und genau, das ist dann viel, viel einfacher und vielleicht kann man dann ja auch immer Fragen und so beantworten. Dann ist es nicht so einseitig, sondern das ist dann einmal ein Hin und Her. Aber ohne zu viel zu reden, fangen wir einfach an. Und zwar werde ich heute mit dem Markus-Evangelium anfangen. Aber erstmal zu den Evangelien an sich. Die Evangelien sind die gute Nachricht. Das ist die Nachricht, die wir weitergeben können, wenn wir jemanden von Jesus erzählen. Das ist nämlich die Erzählung oder die Aufschrift von vier verschiedenen Menschen, die mit Jesus unterwegs waren oder Interviews mit Menschen gemacht haben, die live vor Ort waren und dann aufgeschrieben haben. Und es gibt vier verschiedene, weil jeder auf etwas anderes fokussiert ist. Matthäus zum Beispiel, er war Jude, deshalb hat er das Evangelium eher für die Juden geschrieben, damit sie verstehen, dass der versprochene Retter, auf den sie warten, Jesus Christus war. Markus dagegen hat zu den Römern gesprochen, zu den Nicht-Juden, und er hat sich eher darauf fokussiert, auf was Jesus getan hat und was er kann, anstatt von Stammbäumen und irgendwelchen Prophezeiungen. Lukas war ein Nicht-Jude, er war ein Heide. Deshalb konzentriert er sich und zeigt in seinem Evangelium die Liebe von Jesus zu den Heiden und was er alles für die Heiden getan hat, für die Nicht-Juden getan hat. Denn Jesus kam nicht nur für die Juden, sondern für jeden. Und Johannes ist nochmal ganz anders als die anderen drei und er fokussiert sich darauf, zu zeigen, dass Jesus Gott ist. Er zeigt die Aussagen von Jesus, wo er sagt, ich bin. Und das ist auch im Alten Testament, wo Gott zu Mose spricht und sagt, ich bin, der ich bin. Und da impliziert Johannes, dass Jesus Gott ist. Aber genug mit der Backstory. Ich möchte nämlich eigentlich in das Markus-Evangelium gehen, ohne zu viel zu wissen. Also klar, ich habe über mein Leben lang Markus-Evangelium und alle Evangelien durchgearbeitet und studiert. Aber ich möchte daran gehen, so als ob ihr zum ersten Mal daran geht. Lesen und verstehen. Und so fangen wir an. Ich habe hier unten noch die Bibel aufgeschlagen. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Zu den Übersetzungen muss ich auch nicht so viel sagen. Einfach nur, dass es unterschiedliche Übersetzungen gibt und Schwerpunkte auch wieder bei den Übersetzungen. Ich habe als Bibelform die Elberfelder geschenkt bekommen, benutze aber, wenn ich Bibelstunde mache, häufig jetzt die Schlachter-Übersetzung, die ich hier auf Bibleserver habe. Bibleserver ist eine Seite, wo du die Bibel lesen kannst. Du kannst hier unterschiedliche Übersetzungen auswählen, die du haben möchtest, die dir gefallen. Und ich mache das meistens Luther, Schlachter, Elberfelder und eine englische Version. Manchmal habe ich noch Hoffnung für alle, aber das benutze ich wirklich nur, wenn ich die Story gerade nicht verstanden habe. Also meistens Altes Testament. Wir sehen in der Bibel meistens unterschiedliche Abschnitte. Also hier sehen wir, hier sehen wir, hier sehen wir, hier sehen wir, hier sehen wir. Das hilft uns natürlich, die Sachen einzugliedern. Und dann muss man nicht immer alles komplett lesen, weil wenn ihr müsst wissen, dass die Briefe nicht unterteilt wurden im 1. Kapitel, 2. Kapitel, 3. Kapitel und so weiter und so fort, sondern es war ein durchgehender Text. Und
Deshalb hilft es natürlich heutzutage, dass sie unterteilt sind und Überschriften haben. Das hilft natürlich meistens, aber so war es, als es aufgeschrieben wurde, nicht. Aber jetzt habe ich so viel gesagt, drumherum. Fangen wir an mit Markus 1, Vers 1. Und so solltet ihr anfangen zu lesen. Einfach anfangen zu lesen und versuchen zu verstehen, was da gerade einfach passiert. Nicht verstehen, was die tiefe Meinung da ist oder tiefe Erkenntnis da ist, sondern einfach nur, was passiert gerade. Fangen wir an. Ich lese die Schlachterübersetzung. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor dein Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme einer Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle in Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seinen Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündete und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann machen wir unseren ersten Schnitt. Das hilft uns natürlich, um Sachen einzugliedern. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Was ist hier passiert? Es heißt, es ist die Einleitung dieses Evangeliums. Und zwar, das ist das Anfang von Jesus Christus, Gottes Sohn. Das ist das Erste, was wir mitbekommen. Er spricht hier von dem Evangelium, der guten Nachricht, von Jesus Christus, der übrigens auch Gottes Sohn ist. Das sagt er hier. Ob das wahr ist oder nicht wahr ist, das ist uns vollkommen egal an diesem Punkt. Darum muss man nicht Christ sein, um diese Bibel zu lesen, sondern was sagt dieser Mann, dieser Markus, der das geschrieben hat, was sagt er? Was möchte er uns sagen? Und er sagt, hey, das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, der übrigens der Sohn Gottes war. Nur mal so, by the way. Und wir sehen, dass Prophezeiungen, also klar, Markus geht nicht zu sehr in Prophezeiungen rein, aber Prophezeiungen sind einfach, also wir wissen, was Prophezeiungen sind, aber wir haben ja das Alte Testament und in dem Alten Testament ist alles das, was vor Jesus passiert ist. Und da wurden schon Sachen gesagt, die jetzt passieren. Und zwar eine Sache, die gesagt wurde, ist, dass da jemand kommen wird, wie hier steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereitet. Also wir wissen, es hat mal jemand gesagt, dass jemand kommen wird, der für jemand anderes den Weg bereitet. Und das ist Johannes der Täufer, was wir in Vers 4 lesen, Johannes. Johannes ist der, der in die Wüste und er... Und hier erzählt es einfach von Johannes, was er gemacht hat. Er ist in die Wüste gegangen. Erstmal war er sehr, sehr, sehr strange. Also nach unserem Standard, aber auch nach deren Standard, war er ein bisschen anders. Und zwar, er bekleidete sich mit Kamelhaaren und er trug lederne Gürtel in seinen Lenden. Was aber noch crazier ist, ist, dass er sich nur von Heuschrecken und wilden Honig ernährte. Und das ist... interessant einfach nur im Hinterkopf zu behalten, wenn man schon weiß, was noch so kommt und wie Jesus und Johannes verglichen werden. Aber was wir hier rauslesen, ist, dass mal prophezeit wurde, dass jemand kommen wird, der ankündigen wird, dass Jesus irgendwann kommt. Jesus, der Sohn Gottes, wie wir hier gelesen haben. Und was macht Johannes hier? Er tauft die Menschen und sagt ihnen, dass sie ihre Sünden bekennen sollen. Also, ganz einfach, Sünden bekennen, du weißt etwas, du hast was falsch gemacht und du sagst, hey, klar, ich habe das falsch gemacht, ich bekenne, dass ich das falsch gemacht habe, ich bekenne, dass ich gelogen habe, so wie wir alle irgendwann gemacht haben, ich bekenne, dass wir mal gestohlen haben oder, und ich möchte das auch abgeben.
Und dann tauft Johannes sie. Aber eine wichtige Sache, die er sagt, ist, dass er sie nur mit Wasser tauft. Aber es kommt jemand, und wir wissen natürlich, dass es Jesus ist, der tauft nicht nur mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist. Was auch immer das bedeutet, das sehen wir später. Und das möchte ich, möchte nicht zu viel erklären, vielleicht erkläre ich auch schon zu viel, als das, was man aus diesem Text rausnehmen kann, weil ich sozusagen ja schon alles gemacht habe. Darum versuche ich noch simpler zu bleiben und euch zu helfen, was könnt ihr machen, jetzt in diesem Part, bevor ich diese Episode beende. Und zwar seht ihr hier, wenn ihr Bible Server benutzt, ihr könnt natürlich auch die YouVersion Bible App benutzen auf eurem Handy oder ihr könnt auch einfach nur eine Bibel Papier benutzen. Ihr seht ja hier zum Beispiel unterschiedliche Nummern. Die helfen euch, um unterschiedliche Informationen zu bekommen. Also zum Beispiel Anfang des Evangeliums, und bei Evangelium ist eine 1, das heißt der Heilbotschaft, der frohen Botschaft von der Rettung. Also das ist das. Wenn wir Evangelium sagen, dann ist es die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft von der Errettung. Und es hilft halt, um Sachen zu verstehen, die wir vorher nicht verstehen haben. Weil wenn wir einfach nur diesen Satz sehen und noch nie was mit der Bibel zu tun gehabt hat, dann versteht man das meistens nicht. Aber hier geht's. Jesus Christus. Jesus, dann hebräisches Wort, dann die Erklärung und so weiter und so fort. Und so geht es weiter und so weiter und so weiter. Hier, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seinen Pfad eben. Ja, aber woher ist das? Wo? Er zitiert das ja. Und aber er hat nicht, so wie wir in einer wissenschaftlichen Arbeit machen müssen, aufschreiben, wo wir das herhaben. Er hat das nicht gemacht, der Markus. Aber wir sehen, im Nachhinein können wir das ja einfach einfügen, weil wir wissen, was er gesagt hat und wo es steht. Und darum sehen wir hier Malachi 3,1 und Jesaja 40,3. Da wirst du diese Aussage, diese Prophezeiung sehen, die schon Jahre, hunderte Jahre vorher passiert sind. Einen weiteren Punkt, den du machen kannst, ist, ich habe sowas wie einen Bibelkommentar, oder nicht sowas wie einen Bibelkommentar, sondern ich habe einen Bibelkommentar. Und zwar ist es das hier und davon habe ich das ganze Neue Testament. Und du kannst hier auch reingehen und hier kannst du noch viel, 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 viel mehr in die Tiefe gehen. Und zwar siehst du ja hier Matthäus und dann Markus. Und dann gibt es ist natürlich, dass das Ding mit Kommentaren ist, es ist ein Kommentar von jemandem. Das heißt, es ist schon seine Meinung. Das heißt, man muss aufpassen natürlich mit Kommentaren, wie sehr man genau das übernimmt, was diese Menschen, die Kommentare geschrieben haben. Es hilft auf jeden Fall, Sachen zu verstehen, die man nicht vorher verstanden hat. Und es hilft einfach nochmal, ein breiteres Bild zu sehen. Ja, und das war's dann schon wieder. Ich werde jetzt Woche für Woche oder wie auch immer es passt von der Zeit einen Abschnitt durchgehen mit euch. Vergesst nicht, dass ihr währenddessen einfach dabei sein könnt und Bibel lesen könnt. Wie gesagt, in Zukunft werde ich diese Videos auch live machen. Mal sehen, wie das passt mit wöchentlich was posten und live gehen und wie auch immer. Ich werde das noch schauen, aber falls ihr Fragen habt zu der ersten Textstelle, die wir noch nicht beantwortet haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, das Video am besten noch zu teilen. Aber bis dahin, bis nächste Woche, bis wann auch immer, wir sehen uns. Corey hier, ihr da, alles klar.